Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit dem Blutlohn. Das suchen wir nachher durch. Wir schauen immer nach, ob wir Gäste im Haus haben. Haben sie heile gelassen? Das lassen wir auf. Boah. Das sieht aus mit den anderen höheren Gamma. Aber das Gamma stellen wir nämlich zurück, sobald die Nacht zu Ende ist. Treppe haben wir noch da. So, hier oben ist keiner weiter. Höher auf der Zeit keinen. Wir schauen mal im Keller nach. Der Nachteil bei diesem Gewehr ist, dass es einfach lange nachladen tut, ne? Unser Stollen. Gut, scheint keiner hier zu sein. Nur wenn sie reingefallen sind. Dann haben wir mal Glück gehabt, ne? Und die Zeit abwarten, wie das passiert. Tür haben sie zerschlagen. Na gut, die habe ich schon. Oh! Stahldinge. Mehr ist nicht. Mal ganz kurz gucken. Ich meine, kurz reparieren, nicht durchfallen, ne? So eine größte Sorge. Mir gedacht. Na, 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 Treppe.
Die Nacht noch nicht zu Ende, also ist noch. Wir müssen ganz schnell nach oben kommen. Das heißt, Treppe aufbauen. So, 4. Oh, mein Teil. Hat sie aufgelöst? Ach, okay. Also, wir brauchen Kohle, wir brauchen Nitrat. Dessen haben wir ja. Hören drüber noch was. Aber das scheint wohl die Nacht Bestand zu haben, ne? Wir sind die Spikes hier ganz gefragt. Dann muss ich da etwas anders gestalten. Also ich brauche eigentlich ein Fahrrad. Weil das ist nämlich ganz wichtig, weil die Wege immer weiter. Ja, Werkbank ist da, kann man nutzen. Hier auf Englisch, ne? Was brauchen wir da? Jetzt haben wir. Das müssen wir uns herstellen. Auch herstellen, herstellen. Ob die Teile irgendwo herkriege? Da nicht. Das Haus auch nicht. Bestimmt irgendwo eine Werkbank. Da habe ich nachher verstanden. Aber wir müssen zuerst Munition herstellen, das heißt Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und Nitrat. Dann schauen wir uns mal an. Und dann stärken. Picke oben, die Picke, die Picke. Ach, da, ah, die nutzt der eine, die repariert haben. Picke haben wir im Keller. So, das hat Ding ja alle. Kann er nach oben. Auch keine Munition mehr. Stanima. Naja, gut. Wenn es hilft, ne?
Mal schauen, ne? Ein Päckchen mehr kriegen, ne? Immerhin. Warum können wir ein bisschen mehr tragen? Nicht viel, aber immerhin. So. Jetzt können wir ein Glas Honig. Bevor wir einbrechen, ne? Aber ich glaube, die Nacht vorbei. Dann werden wir runtergehen und ein bisschen um Kohle kümmern. Weiß ja nie. Kohle, Keller gehen. Keller gehen und Picke holen. Oh, das ist gefährlich. Obwohl die Massen jetzt keine aufgehalten. Ich muss dringend ein bisschen Hammerzapratur. Ja, eine Schaufel für die Arbeit. Da habe ich die drin. Oh. Die habe ich gesucht. So, ich habe Hülsen. Ich brauche Blei. Blei brauche ich. Und Messing. Kohle für Schießpulver. Ich habe meine Picke wohin gepackt. Also pro Geld. Stahl ist gut. Hat er den jetzt hergeholt. Aber die Picke finde ich jetzt nicht. Picke. Geh wieder leer. Picke. Hammer. Nee, oder Axt. Knochen. Habe ich noch woanders auch noch drin. Die Arms geht nur für Steinmunition. Habe ich aktuell nicht. Oh. Geld. Können wir Händler eintauschen, wenn wir hinkommen. Tabletten. Zement. Klamotten. Nitrat. Jetzt wird verrückt, das heißt, ich picke nicht. Motorsäge später fürs Holz. Knochen, Scheine. Viel brauchen wir nicht. Die auch nicht.
kriegen wir jederzeit. Das können wir zurücklegen. Das auch. Da nix. Jetzt gehen wir systematisch vor. Hier habe ich sie. Also ich brauche noch ein bisschen Ordnung bei heute noch, gebe ich zu. Fehlt noch. So, dann brauche ich... dann holen wir erstmal Kohle. Dann brauchen wir Nitrat, Schießpulver. Dann nebenbei noch ein bisschen Messing und ein bisschen... Vielleicht können wir auch Dings herstellen. Die Stahlkugeln, also für Stahl. Denn Eisen... Eisen finden wir immer, ne? Links, rechts, sauber. Das ist Müll. Hier muss ich halt nicht aufpassen jetzt. Ich bin ja so ein... Naja. Sehr leichtsinnig und dreht selbst rein, ne? So. Wenn wir kurz Finger auf die 8 stellen. Kurz noch verbinden, damit wir den grauen Bereich voll kriegen. Die Kohle und Stein. Unter der Erde ist die Mine garantiert. Ich habe dann immer Offstream freibuddeln und um mir die Kohle in der Erde rausholen zu können. Muss ich grob vorstellen, hier kam ich irgendwo raus, also hier geht der Gang Richtung Haus, etwa so. Die Eisenmine habe ich schon gefunden, die ist hier, da habe ich schon was, und die Kohlemine ist von der Eisenmine, vom Schacht. Wir werden aber eine Fackel hinlegen, ne? Das tun wir uns leichter. Das können wir nach oben nehmen. Fackel auf 4. Und dann werden wir uns da, wo Eisen ist. So, dann haben wir das ungefähr im Blickfeld. So, 1, 2, 3. Und hier ist die Kohle. Irgendwo. Da. Da ist die Kohle. Das heißt, Grunde von der Eisenmine quer rüber. Hier ungefähr ist unsere Mine. Richtung Südwest. Oder machen noch einfacher, wir nehmen die nächste Fackel und stellen ihn dahin. Also ja ungefähr die Richtung, wir wissen. Hey, sogar Westen. Richtung Westen graben. Okay. Ich weiß, irgendwo hatten wir Nitrat gehabt. Und das werden wir jetzt oberirdisch angreifen müssen. Ich weiß nicht genau wo. Ah, hier sogar. Zwei Stück. Da ist Nitrat. Durch das Licht ist ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, kann man sagen. Aber wir. Machen das nur heute so. Ab der nächsten Folge ist wieder normal. Wir
brauche nur Nitrat und Kohle. Viel Kohle und viel Nitrat für Schießpulver. Wenn wir Schießpulver haben, die Hülsen können wir herstellen, die müssen wir Metall haben. Und später können wir auch das andere herstellen. Da brauchen wir Blei. Wenn wir Blei finden, dann werden wir uns dann gleich im hellen Nichtsfolge in Angriff nehmen. Damit wir die Hülsen herstellen können. Und ich schaue mal gleich nach, ob wir da vielleicht die andere Munition herstellen können mit Stahl. Weil Messing ist nicht so reichlich vorhanden. Messing gibt es ja so als Rohstoff nicht, da muss man ja Zinn und Kupfer haben. Und beides habe ich hier noch nicht gesehen. Die Stelle müssten wir uns ein bisschen merken. Naja, wohl. Ist ja noch eine andere da. Was wollte ich machen? Achso, merken über Dings hier im Menü. I drücken. Karte. Karte. Dann. Mine und zwar. Die. Draht. Dann haben wir was gefunden. Ich glaube, ich erkenne das, was egal. So Leute, das war's hier in Blutnacht. Ich sag mal Tschüss auf den Winkel. Ich danke fürs Reinschauen. Die Spannung geht nächste Folge weiter mit Bleisuchen. Dann gehe ich kurz mal aufs Spiel raus und stelle. Ne, kann ich hier drin lassen. Ich sage trotzdem mal Tschüss auf den Winkel. Ne? Ciao, ciao. Ja, schaut doch mal wieder rein. Die bauen die Basis ein bisschen weiter aus. Wir werden weiterhin was suchen. Munition und so dergleichen, beziehungsweise herstellen. Dann sagt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.